Moin Leute, herzlich willkommen. Hallo. Zu einem neuen. Starte. Wer spielt? Jena gegen Meusel mit Thüringen Pokal Halbfinale. Thüringen Pokal Halbfinale. FC Kaltesehne gegen den ZFC Meusewitz. Oh, freut euch, es wird ein bisschen längerer Vlog wahrscheinlich. Denn es ist jetzt 9 Uhr gleich. 9.30 Uhr ist Treffen am Fanhaus. Das ist noch wie so eine Fanveranstaltung vorher. Alle sollen in Blau kommen. Ich ziehe mir da schnell mein Trikot drüber. Eli hat seins schon an. Und man kriegt ein gratis Getränk. Genau, man kriegt ein gratis Getränk, wenn man in Blau kommt. Aber man muss auch zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr da sein. Das Spiel geht 10.30 Uhr los. Und dann gehen wir 14 Uhr los. Und dann gehen wir noch vorher in die Stadt, holen uns was zu essen und laufen dann, machen zur zweiten in Fanmarsch zum Stadion. Hier seht ihr, das ist richtig geil gemacht, mein Leute. Ja, wir sind jetzt das erste Mal am Stadion und können schon ein bisschen reingucken. So, wir sind jetzt da, wir haben uns jetzt unser Freigetränk geholt und dann gehen wir zur Stadt. Tippen jetzt, Birke tippt auch mit. Ich sag 3-0 Jena, Edi. 2-3-1 Jena. Ich sag 4-0 Jena. 4-0. 4-0. Wir waren jetzt ganz kurz da. Wir gehen ja wahrscheinlich nachher nochmal. Aber wir wollen jetzt erst was zu essen. Wir haben nämlich übelst aggressiven und steigen Hunger. Wir fahren jetzt mit der Bahn in die Stadt nochmal. Essen schnell bei McDonald's. Und in 4 Stunden geht dann auch schon das Spiel los. Wir sind in der Stadt, wer hätte gedacht, dass es heute noch hingeht. Hier seht ihr mal unsere wunderschöne Sonne. Ja, und hat jemand nur aus dem Fuß aufgestellt. Das ist so geil. Erst hat jemand Fuß getrennt. So ein 50-Jähriger mit Glatze. Der hat dann geschrien, Aua! Kann aber nicht wahr sein. Wir haben so Hunger, wir sitzen jetzt seit fast einer Stunde hier im Internet. Es gibt noch nur Frühstück, wir müssen jetzt erwarten. So, wir haben jetzt unser Essen und jetzt essen. Wir sind jetzt komplett fertig, haben jetzt gegessen an Anlass. Und jetzt laufen wir noch gemütlich zum Stadion. So, in einer guten halben Stunde ist der Einlass am Stadion. Wir sind jetzt nochmal da, wo wir vorhin schon waren, am Fanhaus. Jetzt sind viel mehr Leute da, weil jetzt wird es auch langsam geil. Wie gesagt, halbe Stunde Einlass und in zwei Stunden geht dann das Game los. Wir haben gerade schon die Spieler gesehen, hinterm Zaun, die sind zum Stadion gelaufen. Vasilios Dedidis, Alexios Dedidis. Ist einfach noch niemand da und wir können hoch zu unserer Ecke gehen. Heute gibt es einen neuen Gesang und zwar Südkurve sagt blau, gelb, weiß und wir sagen FC Kaltesehne. Ach Quatsch. Ich weiß nicht, ob man sieht, ich glaube, man sieht es nicht, aber es ist so am Regnen. Alle laufen hier hoch, alles nass. Meine Sachen fliegen weg. Ich habe meine T-Shirts an. Alle gucken, wie das in die Schule kommt. Und hier kommen sie zum ersten Mal auf die Schule. Hier ist die Schule. Jena! Thank you.
Jetzt wird das neue Lied ausprobiert. Also die neue. Sie sagen Log Advice, wir sagen euch TKZ. Gorke irgendwo. Nicht so! Jawohl! Los, Jonathan! So, es ist Halbzeit. Erste Halbzeit rum 0-0. Super, Edward. Und so wird auch ein Tor fällen. Also übrigens, wenn wir den gewinnen, sind wir im DFB-Pokal dabei. Das heißt, wir müssen heute gewinnen und zum Abend. Die Spieler stehen bereit, erste Halbzeit der Verlängerung beginnt jetzt. Ja.
Bitte! Bitte, lieber Gott! Am nächsten Sitzen! Jetzt! Bitte, Gott! Die erste Halbzeit der Verlängerung ist offiziell rum. Fuck, hat seine Zunge verschluckt. Fuck, Digga. Alter, fuck. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach du Scheiße. Merkt einfach das ganze Stadion, also alle sind auf einmal still, Digga. Das ist krass, krass, krass. Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist, jetzt auf jeden Fall. Das wäre richtig krass. Es passiert tatsächlich, es geht ins Elfmeterschießen. Und wir möchten kurz schon mal gesagt haben, wir wissen, solche Situationen wie mit Lorenz Knöfer gerade mussten nicht unbedingt gefilmt werden, aber wir waren halt dabei und wir haben es gefilmt. Einfach, wir möchten nicht, dass sich da irgendwelche jetzt drüber aufregen. Ich will es kurz erklären, im Internet gibt es so viele Videos, wo solche Sachen passieren, da regt sich meistens niemand drüber auf. Und wir wollen damit eigentlich nur unser Mitleid und auch den Respekt gegenüber den Spielern und Ordnern und Rettungssanitätern zeigen, die auch immer sofort zu solchen Sachen bereitstehen. Und oft, also in diesem Falle weiß ich es jetzt nicht genau, aber oft, wie beispielsweise mit Christian Eriksen damals, den Spielern das Leben retten. Deswegen, so, die schießen auf das Tor. Das ist natürlich so geil, ne? Also so ein Rotz. Ist egal. Entschuldigung, ich zitter krass, ey. Hey, sorry Leute, ich bin so am Zittern, wenn die Kamera wackelt. Komm Kraus, bitte, 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 bitte. Der verschießt, ich hab's im Gefühl. Er hat nicht verschossen, ich hab's nur gesagt, dann wird er nicht verschießen. Thank you.
verschießt, er verschießt. Jawohl! Wenn Kevin Kunz jetzt hält, haben wir gewonnen. Kevin Kunz! Man muss sowas aufhaben. Ja, Jungs! Ja! Gut, 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 gut! Die Nummer 1 im Land sind wir. Gutes Spiel, also naja.